Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe glücklich Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Heute, wie immer, möchte ich dich mit den kosmischen News vertraut machen. Diese kosmischen Energien solltest du jetzt unbedingt nutzen. So heißt der Titel unserer heutigen Folge und das ist in der Tat so. Das sollten wir tun. Wir sollten es unbedingt nutzen, was uns jetzt alles Tolles begegnet. Also, du kannst dich mega freuen. Denn ein kleiner Zyklus von circa 4 Wochen beginnt uns auf eine spannende Reise mitzunehmen. Und diese Welle, die hat es in der Tat in sich. Also abonniere unbedingt meinen Podcast, um keine der kommenden Folgen mit den aktuellen kosmischen News zu verpassen. Denn ein erhöhtes spirituelles Bewusstsein ist für uns aktiv und jede Menge spannende Impulse und Erkenntnisse können sich nun ergeben. Das wird sich unter Umständen anfühlen wie auf einem türkischen Basar. Impulse kommen und gehen, man trifft Gleichgesinnte und geht wieder auseinander, Ideen werden geboren und dann fühlt es sich so an, als wenn sie gehen, aber nein, sie warten dann erst einmal auf ihre Umsetzung. Also ein Hin und Her an kreativen Inspirationen. Oh, ich liebe sowas ja. Aber etwas wird bleiben und das sind die tiefen Erkenntnisse und hier und da auch das Wiedererkennen von Seelenbegegnungen. Und in der 2. Wochenhälfte wird es ganz besonders spannend. Da sind nämlich plötzliche Einfälle bis hin zu Zufällen so sehr kraftgebend, dass der ein oder andere von uns förmlich aus seinem Dornröschenschlaf erwacht und ins Handeln kommt. Wir werden erleben, dass auf einmal die zündende Idee da ist und sich irgendwie alles ganz klar und inspirativ offenbart. Du gefühlt einfach aus dem Nichts. Wichtig ist in dieser Zeit, dass du deinen Gefühlen folgst und nicht so sehr deinen logischen Wünschen. Ja, es gibt da so einen Unterschied zwischen einem tiefen, echten Gefühl und so Wünschen, die eher aus dem Verstand kommen. Gib deinem Gefühl das Ticket, ja? Denn dann hast du die Chance, in der kommenden Zeit sogar auf den Spuren deiner Bestimmung zu wandern. Ganz zielsicher, göttlich geführt und voll von souveräner, jedoch auch inspirierter Tatkraft. Mega genial für mich, Manifestation auf allerhöchstem Niveau. Ein Zyklus, den wir unbedingt nutzen sollten. Tja, und wenn du Lust hast, ja einfach mal von mir an die Hand genommen zu werden und bei dir so ganz persönlich reinzuschauen, wo deine Stärken liegen, wo deine Chancen liegen und vielleicht auch Orientierung brauchst, was so für dich jetzt genau das Richtige ist, hey, dann ruf mich doch einfach mal an. Ich habe dir auf jeden Fall meine Kontaktdaten in die Shownotes gepackt und würde mich mega freuen. Für heute sage ich von Herzen das Allerschönste für dich. Deine Linda.